Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt anfangen soll, denn es ist ziemlich spontan. Und heute passiert was, worauf ich mich schon so lange freue, denn viele von euch haben vielleicht mitbekommen, dass ich die 100.000 Abonnenten erreicht habe. Deswegen bin ich so auch so schick angezogen. Ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit, um meine engsten Freunde und meine Familie einzuladen und einfach mal zu sagen, hey, alles auf meinen Nacken heute. Wir gehen jetzt mal ein bisschen Party machen und uns unterhalten, uns connecten, uns lieb haben. Und zwar hier in der guten Tababar in Moabit. Sehr cool. Folgt ihnen allen auf Instagram, ne? Falls es nicht macht, bei mir auch. Sind noch nicht alle da, ne? Die wichtigsten sind schon, denn meine Mama ist extra gekommen. Einen weiten Weg angereist, meine Schwester. Und spontan auch meine Cousine. Meine Cousine. Und ihr Freund. Finde ich klasse. Dieses Video ist wirklich etwas ganz Besonderes für mich und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diese Momente teilen durfte. Und jetzt habe ich eine Überraschung für euch, denn diese Art Veranstaltung werden wir wiederholen mit euch, meinen Zuschauern. Ich verschenke Tickets für diesen besonderen Tag und übernehme eure Reisekosten. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, damit ihr erfahrt, was ihr dafür tun müsst. Filmt ihr oder macht ihr ein Foto? Ich film die ganze Zeit. Ich möchte kurz sagen, Michelle hat größere Eier als viele Männer, die überhaupt hier stattfinden. Und Michelle, ich danke dir für einen der schönsten Videos in meinem Leben. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Ich habe sehr viel in meinem Leben verloren, aber Michelle, mit dir habe ich sehr viel gewonnen. Und deswegen danke schön. Michelle, Einwohnern folgen. Also das hier ist das Gerät, auch nicht eine Adresse zeigen. Freund, nee, aber ich freue mich gerade so, weil irgendwie, ich habe den bekommen und ich habe ihn nie so richtig angeguckt, weil ich einfach so in meinem Rush war und dann irgendwie gar keine Zeit dafür hatte. Also ja, vielen Dank YouTube. In der nächsten Zeit bitte ein paar Videos wieder freischalten, dass ich auch wieder Geld bekomme. Wunderbar. Oh, ein Riesen. Oh, wie süß. Oh mein Gott, das ist cool. Hey, wie geil ist das denn? Das ist übrigens Roman Zeller von der Weltwoche. Man kann ihn manchmal nicht verstehen, weil er einen guten Akzent hat. Dialekt, der Akzent. Kleines Bühnenhochdeutsch. Ich will nicht ein bisschen schwimmen. Ganz ehrlich. Die Impfung war super wichtig. Ja. Die Impfung war der Hammer. Echt, doofe Sachen. Welche Impfung war die beste? Die siebte, da habe ich noch gar nicht gespürt, aber bei der achten wurde es ganz warm. Und ich wusste einfach, ich mache das Richtige. Ja. Geht direkt ins Herz. Der beste Kameramann übrigens. Von meinem Leben ist alles gefilmt. Also meine Geburt, da fängt es an. Jetzt nicht jedes Detail. Aber da war ich auch schon dabei. Da warst du nicht du, da war ein anderer Kameramann. Ich habe noch nie so viel positive Resonanz bekommen bei unserem Video. Alle haben mir geschrieben, Marek ist so sympathisch, tolles Video, habt ihr super gemacht. Cool. Ich bin ganz, ganz stolz, dass du das Video mit mir gemacht hast. Und egal was du machst, ich stehe hinter dir, okay? Und du bist danke. Und du hast gesagt, wenn scheiße ist, du sagst mir das. Ja, jetzt ist gleich da veganes Essen. Das ist, hier, ich mache doch kein veganes Essen. Nein. Ich will nicht, dass sie hier krank rausgeht. So. Wo haben wir uns kennengelernt? Ja, dann hat er auch gemacht. Ich bin die Straße angekommen und habe gesagt, ey, wie es so umgeht. Der Typ würde auch. Und du so, ja, und ich so, gut, dann sind wir jetzt Freunde. Schöne Zeit gab es noch keine Tollwut-Impfung von Menschen auch. Sag mal so Feedback jetzt an uns selbst. Was meinst du, was könnten wir noch verbessern? Wir haben ja auch ein großes Projekt zusammen, unser Podcast, den wir hier irgendwo sehen werden. Wir könnten beim Podcast zum Beispiel mal jemanden einladen. Okay, aber ich finde so der erste Gast ist immer so, der muss knallen. Und findest du es auch cool, Leute einzuladen, die halt nicht so bekannt sind? Weil ich habe zum Beispiel viele Freunde, die sagen, ey, ich habe eine Story zu erzählen oder ich will über das und das Thema sprechen, ich brenne da richtig für. Lass mal darüber reden, das könnten wir ja auch machen. Hey, du bist ehrlich, wenn die Leute cool sind, ich habe lieber jemanden vor der Kamera, der cool ist und unbekannt ist, als jemand, der bekannt und uncool ist. So. Liebe Grüße an euch. Wenn ihr also cool und unbekannt seid, dann meldet euch, falls ihr eine geile Story zu berichten habt. Vielleicht kommt ihr in unserem Podcast. Was ist dein Lieblingsvideo von uns beiden? Ich glaube, als wir zusammen... Stopp, wir sagen es auf drei, okay? Aber wir sagen nur ein Wort, okay? Ich muss überlegen, wie das Wort ist. Warte. Okay, dann haben wir nicht das gleiche. Okay, doch. Okay, warte. 3, 2, 1, Kirmes! Kirmes! Genau, wir waren im Bus und dann sind wir völlig planlos auf die Kirmes. Nicht wir, sondern Dr. Seuch und ich waren im Bus. Du und Dr. Seuch. Und dann war ich mit Dr. Seuch auf der Kirmes und viele haben in dem Video darunter, also haben darunter geschrieben, da knistert es wohl. Mhm. Das ist, wie nennt man das nochmal, Stockholm-Syndrom, wenn du dich in den verliebst, der dich fehlt. Entführt hat.
Chanda Paul, Summer Give It To. Ja, jetzt muss ich tanzen. War ja. Schön, also. Tschüss. Ich würde trotzdem noch mal gerne klären, hast du Michelle entführt? Ich habe mich, also Dr. Seuch hat Michelle in der Tat entführt. Ich war zu der Zeit noch gar nicht auf der Tanz. Du bist auf der auch gar nicht Dr. Seuch. Ich bin nicht Dr. Seuch. Nochmal an der Stelle vielleicht für alle, die das immer noch nicht verstehen. Ich bin nicht Dr. Seuch. Das ist eine komplett andere Person. Ich bin auch nicht der Schauspieler hinter Dr. Seuch, wie ich mal fälschlicherweise behauptet habe. Aber seitdem die Morddrohungen reingeflattert sind, mein Konto gepfändet worden ist, mein Auto weg ist, habe ich es mir doch anders überlegt. Ein sehr schöner Abend. Wir genießen das tolle Wetter von Berlin. Das Wetter ist wirklich wunderbar, oder? Ja, ist wunderbar. Ja. Typisch Berlin. Finde ich super. Bin auch extra hier angereist, um dieses tolle Wetter zu erleben. Whistle, baby, let me go. Go, oh, 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 Meier, oh. Kommen wir aber nun zur Verlosung. Mein Community-Treffen findet am 5.7.2024 in Berlin statt und wo genau, bleibt noch geheim. Außerdem habe ich mich dafür entschieden, das Treffen relativ klein zu halten, damit wir uns alle besser kennenlernen können und es für alle ein entspannter Abend wird. Und für alle, die leider kein Ticket bekommen, keine Sorge, ihr habt eventuell das Glück, ein T-Shirt oder ein Pulli aus meinem Shop zu gewinnen, der endlich, endlich wieder online ist. Freunde, es war so ein Chaos, ich sag's euch. Aber ihr könnt natürlich auch so gerne mal in meinem Shop vorbeischauen und mich mit dem Kauf der Ware finanziell unterstützen. Aber zurück zum Community-Treffen. Falls ihr also beim Treffen dabei sein möchtet, solltet ihr natürlich Abonnent meines Kanals sein und an dem angegebenen Tag Zeit haben, sonst wär's blöd. Die Teilnahme für das Treffen findet ausschließlich über die E-Mail-Adresse meet.eingollern@web.de statt. Also schreibt einfach in die Mail rein, dass ihr gerne dabei sein wollt und gebt eure Namen, Adresse und Telefonnummer oder Instagram-Account an, damit ich euch schneller kontaktieren kann, falls ihr ausgelost wurdet. Oder vielleicht schicke ich euch das goldene Ticket auch direkt per Post zu. Aber keine Sorge, alle privaten Daten werden natürlich nach der Aktion gelöscht und ausschließlich ich habe den Zugriff zu der angegebenen E-Mail-Adresse. Und wenn ihr mir übrigens auf Patreon folgt, dann sind eure Gewinnchancen auch etwas höher, denn ich möchte euch gerne etwas zurückgeben dafür, dass ihr mich schon so lange unterstützt. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr dabei seid, denn wir haben bei diesem Treffen endlich mal die Möglichkeit, uns besser kennenzulernen und uns über alles, was uns bewegt, auszutauschen. Zudem wird es Live-Musik geben von großartigen Künstlern. Hier ist der polnische Bär. Und ich werde auch den ein oder anderen Überraschungsgast mit einladen. Mit diesem Treffen möchte ich vor allem Gleichgesinnte connecten und egal ob alt oder jung, wir können alle voneinander lernen und wir werden ganz sicher einen schönen Abend haben. In dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank für die 100.000 Abonnenten. Das ist wirklich so eine unfassbar große Zahl und ich bin so dankbar dafür. Bevor ich euch jetzt weiter zutexte, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder oder vielleicht sogar bald in Persona, Freunde. Falls ihr mich finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne machen oder schaut in meinem Shop vorbei. Bis bald! Sommer im Wahnsinn! Auf das, was einmal war! Du weißt, dass du übertrieben, aber bist auch ein bisschen nicht geblieben. Hammer, sind immer auf den Hammer.